Hallo Freunde, hier ist wieder euer Grimm und es ist Freitag, es ist wieder Zeit für ein neues Deckprofil. Wir befinden uns gerade mitten in der Phase, wo die Wasser-Challenges ausgetragen werden. Was liegt da näher, als auch mein Wasserdeck vorzustellen? Wir fangen wie immer an mit dem Herrscher und da habe ich mich für einen Herrscher entschieden, den man eigentlich nirgendwo und nie sieht. Julius Caesar ist aus der Wingolf-Box, wie viele sich vielleicht noch erinnern mögen, ein Herrscher, den man eigentlich so gut wie nie gesehen hat, aber in der reinen Wasser-Challenge kann er vielleicht der entscheidende Trumpf werden. Die Herrscherseite kostet drei generische, Quatsch, ein Wasser und zwei generische Kosten für das Urteil und für zwei generische Kosten können wir einem Resonator unserer Wahl flugfähig bis zum Ende des Spielzugs verleihen. Und gerade diese Geschichte mit flugfähig kann in Kombination mit bestimmten Resonatoren, die ich euch noch zeigen werde, spielentscheidend sein. Haben wir dann das Urteil gesprochen für die günstigen Kosten von 3, kriegen wir die andere Seite von Julius Caesar. Jetzt ist sie plötzlich selber flugfähig. Und wenn diese Karte auf unsere Spielfeldseite gelegt wird, ziehen wir zwei Karten. Noch dazu, wenn wir eine Karte abwerfen, erhält einer unserer Wasserresonatoren bis zum Ende des Zuges flugfähig. Wir können das auch einem gegnerischen Wasserresonator geben, aber das wollen wir nicht. Sag ich jetzt mal so, wenn ihr das wollt, macht das mal. Ich halte das jetzt momentan für keinen guten Plan. Dann kommen wir zu den Resonatoren und da seht ihr schon, das ist nicht gerade wenig. Wer Wasser Challenge hört und sich ein bisschen mit Force of Will auskennt, wird schon das erste Kartenquartett, ja, Quartett ist richtig, erraten haben. Natürlich die Grinsekatze, Überlebenskünstlerin. Wie soll es anders sein? Die begehrteste aller Wasserkarten darf natürlich in unserem Wasserdeck nicht fehlen. Sie ist ein Märchenresonator mit miesen 200 Verteidigung, ist dafür aber mit einem Wasserwillen relativ günstig auszuspielen. Ihre Stärke liegt aber in ihren Effekten. Ankunft, ziehe zwei Karten, anschließend lege eine Karte von deiner Hand auf dein Spieldeck. Zum einen können wir so Karten ziehen, zum anderen werden wir ungeliebte große Karten dadurch auch wieder los. Dauerhaft, diese Karte kann nicht Ziel von Zaubern oder Fähigkeiten werden. Das heißt, gegnerische Zauberfähigkeiten funktionieren nicht, aber natürlich auch unsere eigenen nicht auf sie. Und der letzte Effekt, wenn diese Karte vom Spielfeld auf deinen Friedhof gelegt wird, mische sie anschließend in das Deck ihres Besitzers. Bedeutet, die Karte geht zurück ins Deck und wir können sie irgendwann fröhlich wieder ziehen und das ganze Spiel geht von vorne los. Dann, damit wir noch ein paar One-Drops haben, viermal. Gesandte der Königin ist aus der neuen Edition BFA, Kampf um Atoraktia, kostet ebenfalls 1, 200 Angriff, 300 Verteidigung, ist damit genauso von den Stats her wie die Wasserfee aus TMS, aber sie ist auch flugfähig. Ihr zweiter Effekt ist besser. Die Wasserfee sagt, wir müssen die oberste Karte unseres Decks vorzeigen und wenn es eine Fee ist, können wir sie auf der Hand nehmen. Wir haben hier sonst keine Feen drin und wir möchten unserem Gegner nicht das Deck zeigen. Da kam die Gesandte der Königin gerade richtig und sie hat noch einen zweiten sehr netten Effekt. Diese Karte kann blocken, während sie erschöpft ist. Warum uns das gelegen kommt, zeige ich euch, wenn wir ein paar Karten weiter sind. Dann zweimal Shion, Befreierin von Shangri-La. 500, 500, zwei Kosten. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, ziehe eine Karte, falls dein Gegner mehr Handkarten hat als du. Kann passieren, kann nicht passieren. Es ist immerhin eine Wasser-Challenge. Dort wird jeder viel Karten ziehen. Aber auf den Effekt stützen wir uns auch nicht. Der nächste ist wesentlich interessanter für uns. Für ein Wasserwillen und das Tappen dieser Karte, wirf eine Karte ab, gib einen anderen Resonator deiner Wahl auf die Hand des Besitzers zurück. So werden wir ungeliebte große Brocken los. Oder kleine ungeliebte Resonatoren, die uns davon abhalten, Schaden zu machen.
Dann kommt jetzt noch ein Playset, und zwar meiner Favoriten in diesem Deck. Ja, es ist nicht die Grinsekatze. Es ist der Invasionstrupp der Oberherren. Kosten 2, ebenfalls, nein, nicht aus TMS, aus TTW. Und Resonator-Typ Soldat. Diese Karte erhält plus 100, plus 100 für jeden Wasserzauberstein, den du kontrollierst. Und da das ja eine Wasser-Challenge ist, werdet ihr es vielleicht erraten haben, ich habe 10. Was potenziell ein 2 Kosten 1300, 1300er daraus macht. Falls es mal so lange dauern sollte. Dann werden wir jetzt etwas größer mit 2 Adombrali der Unergründliche. 3 Kosten 600, 800, damit im Mittelfeld für die 3 Kosten. Wir wollen den aber auch gar nicht als Hardcast spielen, wir wollen den als Inkarnation spielen, um Karten wie unsere Grinsekatze zu recyceln und eventuell auch einen gegnerischen Resonator in den Friedhof zu schicken. Wenn diese Karte auf unsere Spielfeldseite gelegt wird, können wir, falls wir sie mit Inkarnation gerufen haben, für jedes der Elemente, was unter den Resonatoren war, die wir dafür verbannt haben, bestimmten Effekt ausführen. Und da wir momentan in der Wasser-Challenge sind, beschränken wir uns erstmal auf den Wassereffekt. Ziehe eine Karte. Die anderen können uns natürlich in Form von Doppelresonatoren auch unterkommen, aber da gehen wir jetzt einfach mal nicht ins Detail. Nun kommen die interessanten Sachen. Ätna, die Schneekönigin. Kosten 3, 700, 700, Erweckung X. Erschöpfe X-Resonatoren deiner Wahl. Sie können sich nicht erholen, solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt. Wasser hat natürlich nahezu gar keine Removal-Spells, also müssen wir die gefährlichen Resonatoren des Gegners irgendwie anders loswerden oder entschärfen. Wenn wir sie nicht auf die Hand zurückschicken können, dann legen wir sie einfach lahm. Dauerhaft, immer wenn diese Karte deinem Gegner Schaden zufügt, wirft er eine Karte ab. Wir erinnern uns an Julius Caesar. Beide Seiten von ihr können einem Resonator flugfähig verleihen. Geben wir das Ätna, rauscht die einfach über die gegnerischen Resonatoren hinweg. Der Gegner kriegt Schaden und muss eine Karte abwerfen. Wundervoll, nicht wahr? Und, falls der Gegner sich spielt, ich habe den Effekt vorgelesen, sie können sich nicht erholen, solange diese Karte auf deinem Spielfeld liegt. Normalerweise können sie dann ja auch nicht blocken. Außer natürlich unsere Gesandte der Königin. Diese Karte kann blocken, während sie erschöpft ist. Damit umgehen wir das und haben zumindest noch einen geringen Nutzen für unsere Resonatoren, falls sie von solchen Effekten betroffen sind. Dann eine Valentina Schrägstrich Prisha. Ich würde eine zweite spielen. Wir haben leider nur eine. Ist das peinlich. So rum, wer unser Tutorial gesehen hat zu Shift-Resonatoren, ist natürlich falsch. Ihr müsst sie so rum im Deck haben und müsst diesen Schandfleck dann auch, bis ihr sie aufspielt, so auf der Hand behalten. Ich habe das Ding einfach umgedreht, weil die nur so ausgespielt werden wird und damit ihr einfach seht, was Phase ist. Kosten 3, 500, 500. Wenn diese Karte von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt wird, egal warum, übernimm die Kontrolle über einen Resonator deiner Wahl. Das heißt, dieser Effekt ist auch schwer zu kontern. Es ist ein automatischer Effekt. Es ist ein automatischer Effekt, der erst triggert, wenn sie Richtung Friedhof geschickt wird. Was kann man dagegen machen? Man könnte sie entfernen. Wird eng mit Blau. Wir können sie zum Beispiel mit Adombrali wegopfern. Wir können sie natürlich im Kampf irgendwo reinrennen lassen oder einfach blocken. Und schon bedienen wir uns beim Gegner. Und das wird dann auch relativ schwer, diesen kontinuierlichen Effekt der Übernahme wieder runterzukriegen von dem Resonator, denn es gibt nichts, wo der Gegner angreifen könnte, wo er hebeln könnte. Deswegen würde ich da am liebsten noch eine zweite von spielen und würde eine von denen hier dafür raustun. Valentina, Marionettenherrscherin, Kosten 4, 800, 800. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, übernimm die Kontrolle über einen Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert, solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt. Klar, sie kostet einen mehr, hat dafür aber auch deutlich mehr Angriff und Verteidigung. Haken an der Sache ist, der Gegner spielt irgendwas, was uns Resonatoren zurück auf die Hand gibt, was im blauen Deck durchaus vorkommen kann. Die Karte liegt nicht mehr auf dem Feld. Der Gegner bekommt seinen Resonator wieder.
Und ich habe nicht viel gewonnen und das Spiel geht nächste Runde weiter, indem ich ihn nochmal übernehme. Er kann damit nicht angreifen, wenn er keine Schnelligkeit hat. Ich kann damit nicht angreifen, wenn er keine Schnelligkeit hat, weil er immer wieder die Seite wechselt. Ja, aber ich gebe weiterhin immer wieder 4 Willen aus. Er, wenn ich Pech habe, nicht. Wie gesagt, dann würde ich eine davon rausnehmen und noch eine Valentina. Seelenreit. Was? See. Sag mal. Ah, Seelenreiter, Prinzessin der Liebe. Also habe ich das doch richtig gelesen. Irgendwie verunsichert mich das. Egal. Davon werde ich wahrscheinlich dann noch einen Switch machen. Alte Valentina raus, neue Valentina Schrägstrich Prisha rein. Und dann kommen wir zu den ganz großen Krachern. Zwei davon. Purple Mist, Fantasiedrache. Resonator, Fantasiedrache. 1000, 1000, kosten 5. Warum spielt man sowas Großes? Wegen seinem Effekt. Diese Karte kann nicht Ziel von Zaubern oder Fähigkeiten werden. Das heißt, was kann uns bei Wasserkreaturen passieren? Zurückschicken? Nö. Wehrkaninchen, gebe deiner Wahl auf die Hand zurück. Nö. Diese Karte bekommt Schaden von irgendwelchen Zaubern. Nö. Alles, was zielt, findet nicht statt. Gleiches Problem mit unseren eigenen, weil diese Karte kann nicht Ziel von Zaubern oder Fähigkeiten werden, gilt auch für uns, genau wie bei der Grinsekatze. Und wie ihr schon gemerkt habt, ich habe mich auf ein paar längere Duelle eingestellt. Da darf natürlich auch dieser böse Kracher nicht fehlen. Leviathan, Meeresbeherrscher. Kosten 6. Würde er 5 kosten, hätte ich Shion gespielt. Kosten 6, 1500, 1500. Und als Finisher ein Monster. Zumindest in der Wasser-Challenge. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, wirf alle Handkarten ab. Anschließend gib alle Resonatoren, die dein Gegner kontrolliert, mit Gesamtkosten, die nicht höher als die Anzahl der auf diese Weise abgeworfenen Karten sind, auf die Hand des Besitzers zurück. Das heißt, im Optimalfall haben wir sogar noch Kreaturen liegen und der Gegner dann nicht mehr. Klar kann er nächste Runde wieder welche ausspielen, aber nur für den Willen, den er hat. Wenn wir einen Wasserzauberstein verbannen, erhält diese Karte plus 200, plus 200 zusätzlich. Der Effekt ist nicht limitiert, das heißt, wir können das so lange machen, bis wir keine Zaubersteine mehr haben. Wenn wir zwei verbannen, kann diese Karte bis zum Ende des Spiels nicht Ziel von Zaubern oder Fähigkeiten werden, den Gegner kontrolliert. Wir dürfen, der Gegner darf nicht. Und das ist natürlich unkettbar. Und wenn wir drei Wasserzaubersteine verbannen, erschöpfe alle Resonatoren, die dein Gegner kontrolliert. Wieder unsere kleine Gesandte der Königin. Gut. Der Gegner spielt Leviathan, unser ist erschöpft, aber wir können trotzdem blocken. Das Schönste ist, die Zaubersteine dürfen auch erschöpft sein, wenn wir sie verbannen. Wir müssen sie einfach nur in den Friedhof legen, als Kosten für den Effekt. Ob die erschöpft sind oder erholt, ist egal. Das heißt, wir können das alles vorher nochmal schön ausgeben. Natürlich können wir ihr dann auch mit Julius Caesar flugfähig geben und können uns dann austoben. Wir greifen an. Der Gegner hat vielleicht noch Resonatoren. Er möchte blocken. Gut, wir geben flugfähig. Wir fragen den Gegner, ob er das machen möchte. Er möchte nicht mehr anketten. Dann gehen wir in die Schadensphase. Dann pushen wir nochmal schön direkt vor und legen los mit den ATK und erhöhen bis zum geht nicht mehr. So viel zu den kleinen Tricks. Da muss man natürlich mit dem Timing immer aufpassen. Und sollte dem Gegner natürlich auch nicht allzu sehr auf den Schlips treten. Immerhin soll das alles noch Spaß machen und muss nicht hier die DM widerspiegeln, wo verbissen gekämpft wird. Es geht schließlich um den Spaß an der Sache. Und damit wir mehr Spaß haben als der Gegner, das war jetzt gemein, oder? Spielen wir 4 von denen hier. Raum, Zeit, Anomalie. Kostet ein Finsternis, ein Wasser. Ist ein Zauberspruch sofort. Ist mit der Fähigkeit Überbleibsel versehen. Das heißt, wir dürfen diese Karte nochmal aus dem Friedhof ausspielen. Dafür müssen wir sie dann aber zusätzlich zu den Kosten aus dem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Das geht auch innerhalb von einer Kette. Aber dazu hat sie selbst noch die Fähigkeit, ein Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl erhält minus 500, minus 500 bis zum Ende des Spielzugs. Ziehe eine Karte. Minus 500, minus 500 ist nicht mal Schaden. Also Zauber, die vor Schaden schützen, greifen dort auch nicht. Und wir ziehen eine Karte. Und die meisten Wasservollstrecker liegen wie unser lieber Cäsar in dem Bereich, was Verteidigung und Angriff angeht. Ja, was bedeutet eine Raumzeitanomalie? Anomalie, so heißt das richtig grimm. Reicht völlig aus. Nicht schlecht, oder?
Dann eine neue nette Karte, ebenfalls aus BFA. Das Feenblumenextrakt ist ein Zusatzresonator, kostet ein Wasser. Der Resonator mit diesem Zusatz wird zu einem 200-300. In den Sneaks werdet ihr es viel gesehen haben mit einer anderen Karte. In Kombination die Resonatoren, deren ATK und Def von den aufgedruckten abweichen, zerstört. Auf diese habe ich im Main Deck verzichtet, denn es reicht schon, wenn wir aus gefährlichen Resonatoren ein 200er, 300er machen. Was uns im schlimmsten Fall passieren kann, ist, dass es ein Leviathan ist und der Gegner hat zwei Zaubersteine verbannt, damit dieser nicht Ziel von Zauberfähigkeiten werden kann, die wir kontrollieren. Aber dann haben wir einen Willen gezahlt und unser Gegner hat zwei Zaubersteine verbannt, die ihm jetzt permanent fehlen. Selbst das ist ein guter Trade-off. Und natürlich können wir alle anderen Resonatoren, die nicht sicher vor Zaubern sind, die wir kontrollieren, damit zu kleinen, wertlosen, leicht zu erledigenden Gegnern machen. Dann, schon erwähnt, zweimal das Zurückschicken. Gib einen Zusatz, einen Resonator oder eine Insignie deiner Wahl auf die Hand des Besitzers zurück. Zusatz schließt unseren schönen Feenblumenextrakt ein. Das bedeutet, der Gegner fühlt sich sicher, er hat unseren Leviathan, weil wir zu blöd waren, nicht die zwei Zaubersteine zu zahlen oder weil wir das Zurückschicken schon auf der Hand hatten. Mit diesem Feenblumenextrakt versehen, unser riesiger Monster-Leviathaner 200, 300, der Gegner wähnt sich in Sicherheit. Wir spielen Zurückschicken, er kriegt seinen Feenblumenextrakt wieder und dann kriegt er voll ins Gesicht. Und natürlich können wir auch einen Resonator auf die Hand zurückgeben. Da solltet ihr allerdings vorsichtig sein, dass ihr Resonatoren nur auf die Hand zurückgibt, wenn es auch Sinn macht. Resonatoren, die einen EOTB oder Ankunftseffekt haben, da solltet ihr grundsätzlich überlegen, ob ihr das macht. Wollt ihr wirklich, dass ein Leviathan noch ein zweites Mal zündet? Wollt ihr wirklich, dass eine Edna oder ein Pied Piper, verdammt, wie hieß der auf Deutsch? Ein Rattenfänger von Hameln, da war es wieder, Mensch Grimm, dass der nochmal aufs Feld kommt und sich ein anderes Ziel aussuchen darf oder gar mehrere Ziele? Da muss man dann immer aufpassen. Dann spielen wir zweimal den inspirierenden Tanz. Kostet 1, ist ein Zauberspruch sofort und ein Wasserresonator deiner Wahl erhält 400 Verteidigung bis zum Ende des Spielzugs. Ja, wow, 400 Verteidigung, hey. Ja, das allein ist nicht so cool. Aber wir lesen mal weiter. Erhole den Resonator. Boom. Was früher die Schwerkraftbindung war im Schwarz, wo wir wirklich erst die Schwerkraftbindung und drei weitere Willen zahlen mussten, um den Resonator zu erholen, macht diese Karte hier in 1 und kostet uns noch weniger, da wir das nicht jede Runde wieder teuer erkaufen müssen. Diese Karte gibt uns essentiell für ein Wasserwillen als Zauberspruch sofort einen zusätzlichen Angriff. Haben wir zwei davon auf der Hand, kann es schnell sein, dass es das für den Gegner war. Und, na, wir nehmen die zuerst. Einmal Apollosphäre, die Mondlanze. Der Vollstrecker oder Resonator mit diesem Zusatz erhält 400 Angriff. Damit können wir unseren Julius auf 1200 Angriff und flugfähig pumpen, was ihn zu einem sicheren Killer macht. Oder wir können diese Karte verbannen, anstelle der Kosten für das Ausspielen eines Wasserzauberspruchs sofort zu bezahlen. Was natürlich wieder unseren inspirierenden Tanz betrifft. Oder was unseren Raum-Zeit-Anomalie betrifft. Natürlich können wir die Karte auch auf Resonatoren hängen, was wiederum in Kombination mit dem inspirierenden Tanz wunderbar funktioniert. Ihr seht, da geht einiges. Und dann, meine Lieblinge, ihr werdet sie auch noch lieben lernen, Gefängnis im Mondsee. Kosten 3, ist ein Zauberspruch vorbereitet, heißt, wir setzen diese natürlich für 2. Ausgelöst. Wenn dein Gegner eine automatische Fähigkeit eines Resonators, den er kontrolliert und der in diesem Spielzug auf einer Nichtspielfeldzone einer Nichtspielfeldzone auf das Spielfeld gelegt wurde, aktiviert. Während du einen Wasserzauberstein kontrollierst, neutralisiere die Fähigkeit und zerstöre den Resonator. ETB, Enter the Board Effekte wie von Leviathan sind automatisch. Ankunftseffekte wie von der Grinsekatze, dem Rattenfänger oder der Ätna sind automatisch. Selbst Valentina, die 4-Kosten Valentina, ist automatisch. Und die Bedingung ist, wir müssen Wasserstein haben, kriegen wir hin. Und die Karte muss diese Runde aufs Spielfeld gelegt worden
sein von einer Nichtspielfeldzone wie der Hand oder dem Friedhof oder aus dem Spiel entfernt Zone. All das ist bei diesen ganzen Resonatoren gegeben. Nur bei Valentina nicht. Wenn diese Karte von der Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt wird, das heißt, sie ist im Optimalfall schon ein bisschen dort liegen geblieben, also ist nicht in der Runde, in der sie gelegt wurde, wie vom Gefängnis gefordert, und selbst wenn sie es ist, dann zerstört das Gefängnis unseren Resonator und wir drehen uns im Kreis. Haken an der Sache, neutralisiere die Fähigkeit. Aber soweit lassen wir es hoffentlich nicht kommen. Das war's zum Deck. Ich denke, ihr merkt, da steckt schon einige Energie, einiges Denken hinter, einige Tipps und Tricks. Was jetzt natürlich wichtig für euch ist, denkt drüber nach, es ist ein Wasser-Challenge-Deck. Das heißt, alles, was euch entgegenkommt, ist vom Attribut Wasser oder von einem Doppelattribut. Darauf müsst ihr euer Ziel, darauf müsst ihr euer Deck ausrichten. Ihr müsst nicht mehr mit all diesen Sachen rechnen, die euch entgegenkommen können, wie X-Varianten von Reflect Refrain oder einer bestimmten Dark Alice-Variante, Lapis und. Nein, wir sind in der Wasser-Challenge. Alles, was ihr sucht, alles, was ihr kontern müsst, ist Wasser. Und Wasser hat viele Ankunftseffekte, viele EOTB-Effekte und selten gute und nützliche Aktiviert-Effekte. Darauf gehen wir beim Side-Deck nochmal ein. Erstmal kümmern wir uns jetzt um die Zaubersteine. Und da spielen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wassersteine. Warum auch nicht? Ganz simpel. Und ein Playset Wasser-Finsternissteine, die nur für die Raumzeitanomalie dran sind und eigentlich nicht mehr machen. Wir könnten auch noch mehr besondere Zaubersteine reintun, die als Wasserzauberstein gelten, das heißt für andere Farben. Uns kann ja eh kein Split, keine Spalte von Himmel und Erde gefährlich werden, weil sie komplett rot ist. Aber warum, wenn wir es nicht brauchen? Man könnte Rot mit reinnehmen für Gerda, aber da müsste man keinen wieder mit reinnehmen. Und das führt dann wieder zum kompletten Deckumbau. Und dann spielt einer Gefängnis im Mondsee und will mich ärgern. Und ich verliere wieder einen Resonator und die Kombo geht wieder nicht auf. Im Zeitdeck für die erwähnten Probleme mit Aktiviertfähigkeiten, wenn sie tatsächlich mal kommen sollten, zweimal Kaguyas Blick, neutralisiere eine Aktiviertfähigkeit deiner Wahl, ziehe eine Karte. Dafür können wir uns dann von der Apollosphäre und von einem der Gefängnisse trennen und schon sind wir da wieder auf der sicheren Seite. Dann zweimal Trennung von Körper und Seele, Kosten 1, Zauberspruch heißt nur in unserer Phase, nur wenn Kette leer ist, ihr kennt das schon. Zerstöre einen Resonator deiner Wahl, dessen ATK von seinen aufgedruckten ATK und oder dessen Def von seinen aufgedruckten Def abweicht. Das ist die Karte, die ich meinte, die in Kombination mit dem, ich habe schon den Namen vergessen, mit dem Feengefäß, nein, Feenblumenextrakt, ach Gottchen, Feenblumenextrakt so gut funktioniert. Wir konzentrieren uns nur auf das Feenblumenextrakt. Diese Karten können wir reinsiden, wenn der Gegner zum Beispiel mit dem Shangri-La Feldzusatz spielt, die jedem Wasserresonator 100 bis 200 dazugibt, dann ist diese Karte ein sicherer Side-In und wir können den Gegner damit eigentlich egal welchen Resonator zerstören, da alle seine Resonatoren nicht mehr die passende ATK haben und gebufft werden. Haben wir es allerdings mit einem extrem automatisch Effekt Heavy Deck zu tun, packen wir noch das letzte Gefängnis im Mondsee rein, dann sind wir auf Schnieke 3. Und damit sollte uns nichts mehr entgehen und der Gegner hat eigentlich so gut wie keine Chance mehr, seine großen bösen Finisher rauszubringen. Soll er doch mit der Grinsekatze noch ein paar Karten ziehen, wenn der böse Finisher-Resonator danach halt stirbt. Dann zweimal Cinderella Gläserne Walküre. 200, 800, zwei Kosten. Gar nicht so prickelnd, aber wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, lege eine Glaszellmarke auf sie. Diese Karte hält plus 600, solange sie eine Glaszellmarke auf ihr liegt. Mann, Grimm, heute sind aber wieder eine Menge Versprecher. Immer wenn diese Karte Schaden zufügt, entferne eine Glaszellmarke von ihr. Ja, damit können wir leben. Kosten 2. Und sie hat 800, 800 am Anfang. Und viel mehr wollen wir ja nicht machen. Durchbrechen, ein bisschen Schaden machen. Ich überlege ehrlich gesagt sogar noch, ob ich diese Cinderella mit unseren Shions switche, weil Shion auch ganz nett ist. Aber Cinderella
starken Druck am Anfang ausübt. Ich meine, was will der Gegner machen? Will er mir sie zurück auf die Hand geben? Spiele ich sie wieder aus, hat sie wieder 800, 800. Und natürlich können wir sie mit ihrem eigenen Effekt für zwei Wasser einfach selbst nochmal auf unsere Hand zurückgeben. Da haben wir gut Chancen, dem Gegner ein Schnippchen zu schlagen. Sollten wir wieder erwartend auf den Gegner treffen, der komplett den ganzen auf die Hand zurück Aspekt von Wasser ignoriert und einfach nur das Feld voll wirft mit kleinen Resonatoren, irgendwas, wechseln wir unsere Musen rein. Schutzgöttin der Musik. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, bestimme einen Kartentyp. Da würde ich doch meine Wetten auf den Typ Resonator setzen. Zeige die oberste Karte des Spielecks vor. Falls sie den gewählten Kartentyp hat, nehme sie auf deine Hand. Falls ein Resonator, den du kontrollierst, Schaden zugefügt würde, der niedriger als seine Def ist, verhindere ihn. Heißt, für Leviathan müssen es jetzt 1,5 sein, um ihn zu killen, die wohl kaum einer aus der Hand zaubern wird. Für Purple Mist müssen es jetzt mindestens 1 sein. Für Edna müssen es 700 sein. Und da wird's eng. Denn dann greift auch nicht mehr die Taktik mit der Raumzeitanomalie, weil Raumzeitanomalie macht 500 oder 2 mal 500, aber niemals 700. Weiter geht's. Ein liebes Ätnerlein, um unseren Control-Aspekt noch zu erhöhen. 1, 2 Adombrali. Wie gesagt, wenn nichts mehr auf die Hand zurückgeht, dann können wir ruhig auf Adombrali setzen. Dann ist das umso schneller für uns gewonnen. Seid vorsichtig, wenn der Gegner viel auf die Hand zurückschickt, dann trennt euch von Adombrali. Ansonsten habt ihr nämlich eine nette Inkarnation, verbannt zwei Resonatoren, zieht eine Karte, weil Wasser mit dabei war. Und im nächsten Zug habt ihr euren Adombrali wieder auf der Hand und macht ein dummes Gesicht. Und als letztes den absoluten Killer, falls es dazu kommt, dass der Gegner wirklich nichts mehr auf unsere Hand schicken will. Oder vielleicht macht er es auch und wir wollen ihn ärgern. Rattenfänger von Hameln, Kosten 5. Diesmal nur als Hardcast. Ankunft. Erschöpfe einen Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert. Er erholt sich während der Erholungsphase nicht, solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt. Läuft. Dauerhaft. Immer wenn diese Karte angreift, erschöpfe einen Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert. Er erholt sich während der Erholungsphase nicht. Wenn diese Karte angreift, zielt auf das Angriff deklarieren. Das heißt, bevor der Gegner einen Blocker bestimmt, könnt ihr schon sagen, nee, den mag ich nicht. Der erholt sich jetzt sofort. Und er fällt dann natürlich auch als Blocker weg. Kleiner Trick am Rande. Und damit sind wir schon am Ende dieses kleinen Videos. Ich denke, ich habe alle wichtigen Aspekte dieses Decks schon sofort behandelt, habe euch die ganzen kleinen Tricks erklärt. Ihr habt gesehen, worauf ihr selbst achten müsst, wenn ihr an der Wasser-Challenge teilnehmt. Und ihr wisst nun, mit welchen Resonatoren, teilweise auch sehr günstigen Resonatoren und Zaubern, ihr dem Gegner ein Schnippchen schlagen könnt, sodass ihr am Ende die Matte abräumt und was es sonst noch so Feines zu gewinnen gibt. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei diesem Video. Falls es euch gefallen hat, gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Natürlich würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr keines mehr unserer Videos. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Grimm.